Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich. Heute im Evangelium sagst du, Herr, uns und stellst uns zwei provokante Fragen. Die erste ist, kann ein Blinder einen Blinden führen? Würden nicht beide in die Grube fallen? Und dann ein bisschen später, wieso versuchst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen, während du selber mit dir einen Balken im Auge herumträgst? Was bedeuten diese zwei Fragen für uns? Wie können wir auf diese Fragen antworten? Zunächst, glaube ich, können wir ausschließen, dass du, Herr, uns damit sagen willst, kümmere dich um deinen eigenen Kram und belästige die anderen Menschen nicht. Natürlich sollen wir die anderen nicht belästigen, aber ein ganz grundsätzliches christliches Ideal ist die Nächstenliebe. Das heißt, mein eigenes Glück und mein eigenes persönliches Wachstum und meine Verwirklichung ist mir genauso wichtig wie das Glück und das Wachstum und die Verwirklichung meiner Brüder und Schwestern. Der heilige Paulus sagt uns heute in der Lesung, ich bin für alle alles geworden, um ein Paar für Christus zu gewinnen. Das heißt, der andere ist uns sehr wichtig. Und mein persönliches Mühen, diesen Balken herauszuziehen aus meinem Auge, das heißt, meine Sorge, mein Mühen um meine persönliche Heiligkeit, ist motiviert durch die Hilfe, die ich auf diese Weise meinen Brüdern sein kann. Wenn ich dir, Herr, näher bin, dann werde ich auch meine Brüder und Schwestern dir näher bringen können. Und es ist interessant, dass du vom Auge sprichst, von der Blindheit sprichst, von unserem Blick. Und vielleicht können wir uns ein bisschen diese Frage stellen jetzt. Wie steht es um meinen Blick? Wie steht es um meine Kurzsichtigkeit oder um meine Sehschwäche? Oder vielleicht sogar um meine verzerrte Sicht, die ich ab und zu habe, die es mir verunmöglicht, das Offensichtliche zu sehen. Dass wir uns zum Beispiel darüber ärgern, dass jemand nicht zuhört, aber dann eigentlich in einem Fort selber reden. Oder dass wir ungeduldig sind, weil jemand schlecht gelaunt ist und auf diese Weise selber schlecht gelaunt sind. Irgendwie spiegeln wir die Fehler der anderen, oder besser gesagt, sehen wir in den Fehlern der anderen irgendwie unsere eigenen Fehler. Deswegen die Frage, wie kann ich mich besser sehen? Wie kann ich einen klaren Blick auf mich bekommen, Herr? Hilf mir zu sehen, Herr. Heile meine Blindheit. Und mach mich mutig, mich selber so zu sehen und mich selber anzunehmen. Schenke mir die Liebe, mich selber so zu lieben, wie ich bin. Und nimm mir die Zweifel und irgendwo die Angst, mir selber Aufmerksamkeit zu schenken. Das heißt nicht, um sich selber zu kreisen, aber nicht den Blick von uns selber abzuwenden und versuchen, uns durch die Fehler der anderen abzulenken. Und du Herr, zeigst uns das. Weil du läufst nicht vor uns weg. Du stellst dich vor uns und schaust uns, so wie wir sind, in Liebe an. Deswegen vielleicht ein Schritt weiter könnte sein, wie kann ich in mich hineinfinden? Wir können uns vorstellen,
dass wir ein Gespräch führen mit unserem Ich von gestern und unserem Ich von morgen. Stell dir vor, wir sitzen zu dritt zusammen und führen ein Gespräch. Und wir würden merken in diesem Gespräch, dass diese anderen zwei Personen tatsächlich in gewisser Weise andere Personen sind. Weil wir nicht wissen, wie es diesem Ich von gestern und dem Ich von morgen genau geht. Es ist irgendwie weit weg. Wir kommen in gewisser Weise über dieses Jetzt nicht hinaus, in dem wir sind. Und trotzdem haben wir den Kopf nicht in diesem Ich und in diesem Jetzt, sondern oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und um uns besser zu sehen, ist es notwendig, dass wir ganz jetzt in uns und im Jetzt sind. Und deswegen können wir uns in diesem Gespräch versuchen, quasi uns selber besser kennenzulernen, zu erkennen, dass dieses Jetzt, dieses Ich Jetzt einzigartig ist. Mit seinen Gedanken, mit seinen Wünschen, mit seinen Sorgen, mit seinen Gefühlen und mit seinen Möglichkeiten. Und dass wir dankbar sind für der wir gerade jetzt sind oder die wir jetzt gerade sind. Weil morgen wird es anders sein. Morgen werde ich ein bisschen jemand anderes sein. Und dann in weiterer Folge können wir aber durchaus Mitgefühl haben mit dem Ich von gestern und mit dem Ich von morgen. Und erkennen, dass diesem Ich jetzt, dass mir jetzt viel anvertraut ist, dass du, Herr, mir viel in die Hände gelegt hast. Und das heißt, dass wir Mitgefühl haben, das heißt, dass wir dankbar sind für vieles, was das Ich gestern für mich heute getan hat. Und dass wir ihm zuhören und von ihm lernen, aus dem, was nicht so gut gegangen ist, was zu machen. Und umgekehrt, dass wir vieles für das Ich von morgen tun können. Dass wir es mit Liebe behandeln können. Aber immer, wenn wir akzeptieren und erkennen, welches ich jetzt bin und welche Möglichkeiten ich jetzt habe. Also die eine Art könnte das sein, dass wir mit diesem Ich von morgen und dem Ich von gestern versuchen zu reden und ein Gespräch vorstellen. Aber der andere Weg ist, und das ist das, was wir gerade jetzt hier tun, ist es, in der Begegnung zu uns selber zu finden. Weil wenn wir jemanden begegnen, wird die Begegnung nur dann wirklich stattfinden, wenn wir annehmen, wer wir jetzt sind und wer diese Person jetzt ist. Und das gilt ganz besonders für unser Gebet. Im Gebet finden wir zu uns selber, finden wir in das Jetzt hinein. Du, Herr, stellst uns vor uns selber in gewisser Weise. Du zeigst mir, Herr, die Größe des Augenblicks, die Größe des Jetzt. Du zeigst mir, wie ich mein Jetzt, mein Ich jetzt, wohlwollend anschauen kann. Du zeigst mir aber auch, wo ich mir selber, meinem Wachstum und meiner Fülle, meiner persönlichen Verwirklichung im Weg stehe. Und was ich tun kann, um diese Hindernisse zu überwinden. Und du zeigst mir dieses Leuchten in meinen Augen. Das heißt, die Gaben, die du mir anvertraut hast. Und du zeigst mir, wie ich dieses Licht, mit diesem Licht, den anderen Menschen leuchten kann. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich.